Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Pokémon-Kanal. Ja, meine lieben Freunde, ich war am Wochenende bei Mo. Er hat angerufen, ich hab Bock auf einen Booster. Kannst du mal vorbeikommen? Ich so, klein. Ich bin ihm vorbeigefahren, habe ihm zwei Boxen vorbeigebracht und die hat er geöffnet und das werdet ihr jetzt in dem Video sehen. Welche Box können wir? Top Trainer Box oder die Build and Battle Stadium Box? Schreibt mal in die Kommentare. Was denkt ihr, was mehr gönnt von den Hits? Die eine oder die andere? Schreibt mal rein. Ach ja, für die, die das TCG-Spiel online spielen, Mo zeigt immer die Codes, die Online-Codes, zeigt da im Video und da könnt ihr euch die gerne snacken. Sind sehr, sehr viele Codes. Er hat da nochmal extra viele Codes für euch rausgesucht. Bleibt einfach bis zum Ende dran, guckt das Video, lasst gerne Like, Kommentar, Abo da, falls ihr neu seid und aktiviert die Glocke. Viel Spaß! Läuft, ja, dann fangen wir an hier, ne? Die Battle Stadium Box, meine zweite. Ich guckt euch gerne meine erste an, aber sie sind noch nicht hochgeladen, aber wenn es hochkommt, ja, die war super. Ich habe hier raus schon einmal die Karte, die alle haben wollen, gezogen und einmal die, die es ganz oft gibt. Mal gucken, was ich jetzt. Mann, geh doch mal auf hier. Die alle haben wollen? Ja. Nee, Gengar. Ach so. Also das. Ja, jetzt habe ich ja. Guckt es euch trotzdem an. Ich habe schon einmal die das Trainer Gengar. Nee, aus der Pre-Release. Ach, die? Genau, da habe ich einmal das Gengar und einmal Macholo, Machamp. Ich hatte Machomai, weißt du? Ja, Machomai, genau. Machomai und ich kenne diesen Kini, den Fisch. Okay, willst du wissen? Oh, nee, das sind die gleichen Würfel wie im anderen, ja. Und dann haben wir hier einmal, Mann, vier Booster. 1, 2, 3, 4. Und die. Ja, später. So. Und die beiden Boxen hier. Wir fangen mit denen hier an. Viermal. Also haben wir 4, 8, 12 Booster hier schon. Merkt euch, hier ist Giratina drin. Ja. Yeah. Das will ich extra. Ein Stück dann. So, wir machen kein großes. Frag mich nach den Lottozahlen nächste Woche. Genau, Rehorn, Kramux, Sepa, Flunkifer, Raffle in Reverse und ein Giflor. Giflor? Erstmal eine Holo. Dann haben wir, und wir haben hier noch ein paar. Und der hier ist für euch. Bitteschön. Kennen wir schon alles. Gardevoir. Ja, es sind viele, viele Karten in diesem Set und mir fehlen noch sehr viele. Aber einige schöne habe ich schon gut gezogen. Einige, die mir gefallen, die ich gesucht habe. Mogelbaum, Fritzelblitz, Liebeskuss, Skorgler, Hariyama in Reverse und ein Humanolith. Nur mit einem Humanolith ist das ein gutes Opening, ne? Suzuki, Karida, die Panikmaske und der ist für euch. Und nochmal so zwischendurch, warum habe ich die hingelegt? Hier, guck mal hier mal so zwischendurch einfach mal. Hier, der ist für euch und der ist für euch. Und der auch. Und der auch. Zu den anderen geht es nachher weiter. Dranbleiben. Ja, dranbleiben. Ich habe jetzt noch viele, viele von den Online-Codes. Ich habe zu lange gesammelt. Die werde ich jetzt immer wieder mit reinhauen. Wäre schön, wenn ihr mir schreibt, ob ihr was Schönes gezogen habt. Ob ihr überhaupt was gezogen habt. Ob sich das überhaupt lohnt, was ich hier mache. Oder ob ich die einfach nur so verwalle und wegschmeiße, das wäre schade. Schalilos, Vetora, ein Humanolith in Reverse, wie wir es eben schon normal hatten, und ein Ariados in Non-Holo. Mir fehlen aber noch ein paar Non-Holos, ich weiß noch nicht mehr genau welche, für meine Full-Sammlung oder Master-Set oder wie man es nennt. Ich nenne es Master-Set, weil ich dann alle habe, außer, ja. Hier sollte das Giratina drin sein, ne? Gucken wir mal. Machen wir hier auch zwischendurch Pause zum Übertragen?
Ja, der besser. Okay, dann machen wir nach dem Booster mal kurz noch ein Knöpfchen drücke. Die Pikolente. Zensekt. Finin. Sorua. Mirapla in Reverse und ein Voltenso. Ach, sah so ähnlich aus. Ja. Gut, die vier extra Booster in dem Build im Battle Kit haben bis jetzt eine Holo gesponsert. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, drückt. Ja. Mann, das wackelt schon wieder hier. Weiter geht's. Denn das Stativ ist eigentlich fürs Bettchen, damit man im Bettchen gucken kann. So, was haben wir hier in dem ersten? Ein Macho Mai. Macho, Macho Mai. Habe ich jetzt doppelt, kann ich weitergeben. Und vier Boosters. Macho, Macho Mai. Oh, und alle vier Artworks einmal. Fangen wir hier mit an. Davon habe ich noch gar keine. Weder die V noch die V-Star oder irgendwas Goldenes. Die scheinen sehr, sehr selten zu sein für mich. Wer meine Videos guckt, der weiß, ich ziehe immer die anderen Karten, die keiner zieht. Und die, die sie alle ziehen, die fehlen mir. Kramorx in Reverse und ein Porygon Z. Ha, halt, der kommt ja hier rauf. Das kommt dahin. Ich hoffe mal, Kenny hat mir schöne Sachen vorbeigebracht. Ja, ich habe drei Vorteile, weil ich bei Kenny einkaufe, ja. Der erste Vorteil, ich brauche mir keine Angst haben, dass ich etwas nicht bekomme. Der zweite Vorteil, wenn ich heute mal nicht gerade ganz flüssig bin, kann ich auch nächste Woche auch mal bezahlen. Das ist auch nicht Ding. Und das dritte, was eigentlich fast am geilsten ist, ist hier Call a Booster. Hast du nicht Lust vorbeizukommen, mir welche zu bringen? Ja? Also nicht, dass hier irgendjemand denkt, ich kriege irgendwas umsonst oder verbilligt oder was ich was. Ist nicht so. Ich bin ein ganz normaler Kunde, wie alle anderen auch. Mit diesen drei kleinen, weil es halt Spaß macht. Weil wir ja. Ja, das war in der Pandemie voll schön, denn alles hatte zu und dann ruft man ihn an und dann kann man auch mal abends um 22.30 Uhr kurz vorbeigefahren kommen und auf der Straße dann seinen Click und Collect kriegen. Also das sind die Vorteile, die ich habe. Ja? Viele denken, andere Sachen. Es gab so einige nicht sehr schöne, die brauche ich noch in Reverse, nicht so schöne Kommentare in einigen Videos. Und Giratina in V, sehr schön. Das gefällt mir, habe ich zwar schon, aber die Kids werden sich freuen. Packe ich gleich ein. Die ist auch spielstark ein bisschen, ne? Habe ich auch, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, habe ich auch gehört, weiß ich nicht. Aber die scheint wirklich stärker zu sein, denn ist ein bisschen teurer. Richtig, auch die Giratina Vista ist auch ein bisschen teurer. Last Pack Magic für dieses Pre-Release Kit. Dann machen wir noch mal kurz Pause. Und dann gibt es noch mal ein paar Codes. Medite, Raffel. Ey, mir fehlt immer noch Schlaraffel. Skorgler, Paragoni, der Mogelbaum. Iskala in Reverse und Magerna. Die habe ich, hab ich auch schon. Aber egal. Da fehlen mir einfach noch ein paar Non-Holos. Das ist echt schwer. Machst du kurz gleich dahinter, dann gleich ohne. Ja, nochmal hier. Kriegt er nochmal. Der ist für euch 1. Und der ist für euch 2, 3, 4 und 5. Oh. Und das zweite Kit. Mal gucken, ob das uns was Schönes gönnt. Was haben wir hier drin? Ein Gengar. Wieder. Sehr schön. Da wird bestimmt hoffentlich jemand mit mir tauschen. Würde mich sehr freuen. Von Strahlende Sterne habe ich alle vier. Von Astralglanz 2 und von Verlorener Ursprung auch 2. Ich würde gerne noch ein paar mehr bekommen. Kommt in Discord, dann tauschen wir mal. Ja, ich habe letztens, genau, in mein Discord, ich habe immer meine doppelten Karten gezeigt. Vielleicht hat ja jemand was davon, braucht jemand was davon und ich habe meine Listen reingepackt. Link ist in der Videobeschreibung übrigens. Was mir fehlt, Lichtel in Reverse und ein Zapplerang.
Moment, ist es noch. Noch nicht gönnerhaft sehr. Aber naja. Nicht über das meckern, was man nicht hat, immer über das freuen, was man hat. Und ich hatte heute Call a Booster angerufen. Kommst du vorbei? Ja. Hat er mir mal schön was vorbeigebracht. Schuppert. Mafalo. Pikachu. Paragoni. Pyroleo in Reverse. Und ein Magnezone. Oh. Wii. Oh, das hat die Full Art. Ja. Sehr schön, da habe ich gerade gesehen. Hammer, die brauche ich noch. Die sieht ja cool aus. Ja, die sieht mit dem Babyblau dazwischen. Die sieht echt cool aus. Ja. Yeah. Tada. Eine für mein Binder. Die hier noch und die hier noch und die hier noch. Und der da noch. So. Den muss ich aber noch schnell einpacken. Sonst gibt es Haue. Von The Police. So, hier haben wir noch zwei Booster. Den Pin hier. Machst du die? Ich mache noch eine Top-Trainer-Box danach auf. Yeah. Dann habe ich, glaube ich, meine vier geöffnet, um meine Sleeves zu vervollständigen. Dann werde ich wahrscheinlich bei den Build und Battle Stadium Boxen bleiben, als bei den Top-Trainer Boxen. Juhu! Yuzi Akani. Die du mir letztens geschenkt hast. Ja, yeah, danke. Und? Doppelhit? Ja! Oh, es ist so spät, ich kann nicht schreien. Außerdem bin ich mit. Ah ja, Hammer. Ja! Du hast mir wieder die richtige Box rausgesucht. Ich bedanke mich, das ist so schön. Ey. Ja, das ist auch noch ein Vorteil. Der hat echt Lucky Fingers, wenn er mir Boxen raussucht. Das ist so. Ey, habe ich jetzt keine. Ich muss gleich noch Pause machen, ein paar Sleeves holen. Das ist doch mal was für Sleeves. Nee, das sind andere. Das sind keine Perfect Size. Ah, letzte. Ja, hier ist sogar noch eins von der Seite rein. Und dann die auch eine Perfect Size? Ja. Echt? Ja. Natürlich. Das sind alles Karten. Und wenn ich die für die Kids brauche, die müssen geschützt sein. Mach ich mal kurz Pause. Weiter geht's. Ich habe mir Hüllen geholt. Letzte Päckchen aus dem Bild und Battle Stadium Box. Aus der Bild und Battle Stadium. Mann, geht das auf hier. Du willst nicht aufgeben, das ist schwer. Das ist wieder ein gutes Zeichen, ne? Theoretisch, ja. Praktisch. Da wir ja hier die schon. Nicht immer. Ja. So, Skorgler, Viscora, Flunkiefer, Schneckmark, Pipi, Pyrogon Z, nee, 2, nicht 3, Porygon 2 in Reverse und ein Krüppke. Einmal Krüppke. Naja. Ich habe eine goldene. Hier, hast du ein paar neue 8 Booster aus der Top-Trainer-Box. Mal gucken, was mehr gönnt. Top-Trainer-Box oder die Build-in-Battle-Stadium-Box. Ich bin gespannt. Da bin ich auch gespannt. Das waren einmal 12 gegen einmal 8. Ja, wo die besten Hits rauskommen. Ja. Also das, die Full Art Magneson und die Gold Giratina schon. Ist schon nicht ohne, ja. Ist schon ein Brett. Da muss schon eine Alternative oder so kommen, was? Skorgler, Wurmpel, Rehorn. Oh, Alter. Ich würde nicht nee sagen. Kramux. Gengar! Oder so fängt schon an. Ein Gengar wieder in der Charakter aus der Trainergalle und ein Krüppke. Noch ein Krüppke. Und hier. Sind auch noch für euch. Der hier. Sehr schön. Packe ich gleich ein. Nicht meckern. Wie heißt dieses Vieh? Kopidos? Glaube ich, Kopidos. Ja. Kopiert der was oder? Nicht, ne? Kuh. Also Zehn, nicht Kupidos, okay. Rehorn, Griffel, Roselia, Viscora, Mediti, Flunkiefer in Reverse und ein Voltenso. Ja, beim Gengar bis jetzt. War jetzt Booster 2. Was meckere ich denn hier rum? Ey? Der hier ist für euch. Aber mal ganz kurz. Der ist auch für euch. 1, 2,
3, 4 und 5. So, packen wir weg. Next Booster. Schön dranbleiben, ich habe noch mehr Codes online. Online TCG Codes für euch. Meine Tochter hat gefragt, sie würde gerne mal mitmachen, aber sie hat Angst, dass sie was falsch macht, falsch aufmacht und weiß ich was. Und sie, hallo? Da kann man nichts falsch machen. Nicht, dass du meckerst. Ich so, ach Mann. Nein, mir wird nicht gemeckert. Wir wollen Spaß haben. Raffle in Reverse und ein Relaxo in Holo. Sehr schön. Immerhin eine Olo. Banditenschwestern und der ist für euch. Verlorener Ursprung. Wir haben noch immer noch 5. Also hier ist dann erst Halbzeit aus der Top Trainer Box. Also die Displays werden langsam weniger bei uns im Bestand auf jeden Fall. Ich habe schon bei anderen gesehen, die haben auch schon Schwierigkeiten, die Displays ranzukriegen und einige haben sie gar nicht mehr. Also bei Amigo kann man die auf jeden Fall nicht. Ja. Samurzel. Aber du hast noch welche? Ja, wenig. Wenig. Im Shop, also hier unten verlinkt, check den Shop. Also aber 18er haben wir noch da. 18er ist kein Problem, aber 36er wird langsam knappelig, ja. Langsam eng, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber du hattest nicht unbedingt weniger als sonst. Nö, also strahlende Sterne hatte ich bis jetzt am meisten Displays. Ja. Haben wir bestellt gehabt, weil es ein gutes Fett ist. Aber ansonsten, nee. Immer so um die 100 Displays. Und die sind gut weg. Na gut, das, aber das sagen echt ganz viele, gerade bei dem Set hier. Ich weiß nicht warum. Oder die. Das ist ein geiles Set. Da sind auch viele geile Karten drin. Roselia in Reverse und ein Aerodactyl in V. Das ist ein geiles Set. Sehr ja. Schön. Hat was gegönnt. Swadoness Duflor Luminil. Der ist für euch. Zudem brauche ich auch noch ein paar Karten für die Kids. Heute hat es geregnet, heute am Sonntag. Ja, mach ruhig. Ja, zum dritten Mal fange ich an. Heute hat es geregnet am Sonntag. Ich war nicht auf dem Trödel. Jetzt kann ich ein bisschen aufstocken für die Kids. Meine V- und V-Max-Karten. Ja, V-Max wird schwierig. Ja. Das sind hier. Nee, es ist gar keine V-Max hier drin, aber. Riecht es hier nach Hit? Ja, yeah, denn das ist die Hit Factory. Echt? Riecht das nach Hit? Ich glaube schon. Habe ich gefettfingert? Ich habe nichts mitgekriegt. Nee, aber. Ariados in Reverse und. Es roch doch danach. Hast du das gerochen oder hast du es gesehen? Nee, das gerochen. Ja, yeah, Hammer, ey. Ja. Yeah. Du hast auch eine sehr schöne Top-Trainer-Box rausgesucht. Das freut mich. Ja. Yeah. Jetzt ist es schwierig, obwohl die Goldkarte ist natürlich. Da muss schon noch was kommen, wenn die jetzt hier. Aber wieder Magnesium, ne? Ja. Stell dir mal vor, jetzt Rainbow Giratina oder so. Ja. Alternatives, das finde ich echt krass. Aber jetzt haben wir Magnison Full Art. Und Dings. Ja, und Giratina in Gold. Gold. Ja. Das ist voll dick eingepackt. Da ist nichts drin. Das ist zu viel. Skorgler. Aber von Zero, das Video hast du gesehen, ne? Wo er im KDW war. Ja. Hätte ich ihm am liebsten geschrieben, ey, komm doch nächstes Mal bei mir vorbei. Das hättest du für weniger gekriegt. Ja, aber hast du gesehen, die Tinbox mit den doppelten Promos und den doppelten... Ja, das habe ich gesehen, ja. Die Aero-Box. Ja. So, Ruhe in Reverse und ein Hiyuzi Akani in Holo. Guck mal, hätte ich ihn die Sachen rausgesucht, was er da gezogen hätte hier. Ja. Zero, nächstes Mal kommst du vorbei bei uns in Berlin. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall. Sagen wir mal hier so raus. Last Pack Magic für heute und aus der Top Trainer Box. Und danach kann ich wieder sortieren. Oh, ich freue mich einsortieren. Mann, ey. In mein Album. Und mindestens 3 Karten kann ich schön von meiner Liste streichen. Oh, und die 3 Superhits hier. Mann.
Das ist schön. Also das ist das Gute an dem Set. Da gibt es so viele gute Hits, dass man, wenn man welche zieht, eigentlich fast keine doppelten kriegt. Rossana, Iskala, Pipi in Reverse und ein Pudox. Und die fehlt mir wirklich noch. Das ist eine von den Non-Holos, die mir fehlen. Ja, sehr schön. Sehr wichtige Karte für mich. Gastrodon, Alpolo, Quapuzzi, der ist für euch. Dranbleiben, denn ich habe hier noch ein paar. Ah, komm her, hier. Der ist noch für euch. Und der. So. Fertig. Zeig mir mal noch die Hits. Ja, ich muss noch mal raussuchen. Ey. Puh, yeah. Magnetzone in Vista Rainbow. Die war aus der Top-Träne. Oh, guck mal, der hat noch ein enges Lied hier. Oh, ja, da gibt es gleich wieder Haue. Die waren aus der Top-Trainer-Box. Richtig. Oh, und das hier, was ich auch noch brauche. Ja, gut. Geschenkt. Ich brauche hier mal. Und Arcani. Und, die andere. Ja. Ja, die waren aus der. Genau, die vier süßen Dinger hier waren aus der. Bild und Battle Stadium. Also. Ja. 1, 2, 3. Schreibt mal rein, was hat gewonnen? Die Top-Trainer-Box mit 8 Boostern oder die Build and Battle-Box mit 12? Ich glaube, eindeutig, oder? Der Gewinner ist auf jeden Fall meinerseits. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Ey, aber geil, es waren 20 Booster, wa? Ja, und 20 richtig krasse Hits dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus Holos. Das ist Hammer. Ich freue mich. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Wir werden uns irgendwann wiedersehen in den nächsten Videos. Viel Spaß und hier nochmal ein paar und danach mache ich einfach aus. Bis dann. Tschüss.